Hallo, hier ist wieder GBFA Kadalmeister mit dem zweiten Video über die Schlacht von Stamford Bridge. Dieses Mal, ja, mit meiner Taktik, mit der ich am Anfang erfolgreich war und die ich angewendet hatte, weil ich eben Probleme hatte, diese Schlacht überhaupt zu gewinnen. Weil die war so hart, selbst auf normalen Schwierigkeitsgrad. Also, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, Hastings ist dagegen ein Kindergeburtstag, weil ohne Kavallerie musst du hier kämpfen gegen eine eigentlich überlegene Infanterie, die deine eigene Infanterie eigentlich im Akkord niedermachen kann, ohne lange zu fackeln. Und so habe ich lange gebraucht, um meine Taktik herauszuarbeiten, die mir gegen die Wikinger, gegen Hadrada und Tostig und Ori Eilstein hilft. Und das Problem, was ich hatte, ich wurde immer von Hadrada im Grunde genommen so weit dezimiert in meiner Truppenstärke, was ich angestellt hatte, dass für Ori Eilstein meist nicht genug übrig blieb, um ihn zu besiegen. So dass er mich dann überrannt hat, letzten Endes durch zahlenmäßige Überlegenheit. Und ja, wir werden sehen, wie ich das dann letzten Endes gelöst habe. Und dies ist auch die Schlacht, in der ich tatsächlich alle drei Könige besiegt habe. In der Geschichte sind sie natürlich keine Könige, aber hier in der Spielmechanik gelten sie als Könige. Wären sie wahrscheinlich nicht so hart gewesen wie jetzt hier im Spiel. Die Könige sind in Medieval Total War Ein-Mann-Armeen, wenn man so will, fast schon. Also sehr schwer zu töten und gefangen zu nehmen. Man hat eigentlich meist mehr Glück, sie zur Flucht zu bewegen. Aber die dann noch einzufangen, und das ohne Kavallerie, ist natürlich auch wieder so eine Sache. So, als erstes, wie gehabt, schicken wir unsere Bauern wieder zurück, sodass der eine Wikinger, der sonst die Brücke gehalten hätte, uns nicht mehr angreift. Und entsenden unsere Truppen über die Brücke. Das erste ist meist unsere Bronzetruppe an Fußritter. Bronzene Fußrittertruppe. Und danach der ganze Rest. Die Bogenschützen werden wieder an der Flussufer positioniert. Ja. Und viel Neues oder viel anders ist da jetzt erstmal nicht. Also die Änderungstakt, die geänderte Taktik kommt dann gleich zum Tragen. Erneut schicke ich die Truppen wieder rechts ins kleine Wäldchen, um sie dann in einer Kurve quasi hier rechts am Dorf hinten vorbeizuschicken. Aber diesmal bauen wir keine Schlachtlinie auf. Das werde ich da auch nochmal zeigen. Oder sehen wir da gleich auch noch. Denn diesmal machen wir es ein bisschen anders. Auch anders als in der Geschichte. In der Geschichte war es ja dann so, dass nachdem Hadrada und Tostig schon erschlagen worden sind von den Engländern, dass Ori Eilstein nochmal zum Schlachtfeld kam mit den Wikingern von den Schiffen, die diesmal in Kettenhemden und in voller Montur aufgetaucht sind. Allerdings mussten sie so rennen, dass sie so erschöpft am Schlachtfeld ankamen, dass sie nur kurz den englischen Vormarsch aufhalten konnten. Aber danach an Erschöpfung gestorben sind, mehr oder weniger. Einige sind vor Erschöpfung gestorben oder sie konnten ihre Waffen gar nicht mehr richtig schwingen und waren so dann auch, konnten das Schlachtglück auch nicht mehr wenden, also das von Ori Eilstein. Das hat sich in der Geschichte ein bisschen hingezogen, bis Ori Eilstein letzten Endes kam, aber sie mussten das in dieser Schlacht natürlich auch mit einbauen. Und das Interessante an dieser Schlacht ist halt dass hier ein ziemlich rigides Zeitlimit herrscht. Ich meine, es waren 15 Minuten, aber wir werden nachher sehen, das stimmt nicht ganz. Und das war ein anderes Problem, was ich meist bei dieser Schlacht hatte, dass ich einfach keine Zeit hatte. Und dass ich sehr oft verloren hatte, weil sich noch irgendein gegnerischer König, meist Hadrada selbst, auf dem Schlachtfeld befand. Manchmal sogar schon auf der Flucht eigentlich. Eigentlich hatte ich die Schlacht schon gewonnen. Aber, weil das Zeitlimit nur dann beendet galt, wenn die Wikinger, wenn alle drei Könige vom Schlachtfeld vertrieben oder getötet worden sind und er dann auch auf dem Schlachtfeld rumgeisterte, so fröhlich vor sich hin, manchmal bleiben Einheiten auch irgendwo hängen, das sehen wir nachher auch nochmal, so dass die Schlacht dann trotzdem als verloren ging und ich konnte ihn nicht einholen. Es ging bloß noch darum, den flüchtenden Hadrada zu erschlagen oder ihn einfach vom Schlachtfeld zu treiben, aber er wollte einfach nicht abhauen. Und dementsprechend hatte ich die Schlacht dann doch verloren. So war das dann. Das hat mich natürlich entsprechend gefreut, dass ich an so einem dämlichen Zeitlimit, wobei alle Fakten eigentlich für mich sprachen. Das waren Momente, die mich dann auch wieder zu Weißglut getrieben haben. Und das hatte ich relativ recht oft. So, wir sehen uns, Bogenschützen haben diese Einheit schon um Wikinger schon um die Hälfte dezimiert und die anderen auch.
Also Bogenschützen treffen sehr gut. So, und was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier hinten am Kartenrand, da wo Ori Eilstein auftaucht, da baue ich gerade meine Schlachtlinie auf. Das heißt tatsächlich, ich werde als erstes Ori Eilsteins Truppen abfangen, die eigentlich als letzte bekämpft werden sollten, um mich danach Hadrada und Tostig zuzuwenden. Das war die erste Taktik für mich, die tatsächlich funktioniert hat auch, weil sie einfach, ja, eine große Gefahr, die einem sonst in den Rücken fallen kann, schon von vornherein ausmerzt, mehr oder weniger. Und ich habe zusätzliche Zeit bekommen, die Wikinger jenseits des Ufers mit Bogenschützen zu bearbeiten, weil die positionieren sich meist so, die Wikinger, dass sie, ja, meiner Haupttruppe gegenüberstehen, so sieht man ja. Die stellen sich immer so auf, dass sie meinen Haupttruppen hinten im Hintergrund gegenüberstehen. Und natürlich stellen sie sich dann so hin, dass sie von meinen Bogenschützen attackiert werden können. Da ist die Priorität der KI anscheinend, sich mehr nach meinen Haupttruppen auszurichten und nicht auf den Bogenbeschuss zu achten. Was uns dann natürlich zum Vorteil gereicht. So, und was ich dann hier gemacht habe, ist direkt am Kartenrand, noch bevor die Truppen das Schlachtfeld tatsächlich betreten, positioniere ich dort meine Truppen. Also, das heißt, Godwinson, also die schwere Infanterie, Bronzetruppe, Goldtruppe und eben meine, ja, Speerträger. Und Ori Eilsteins Truppen sind nicht so hart, dass die Speerträger sie nicht zumindest aufhalten könnten. Bei Hadrada ist das was anderes. Dessen Wikinger metzeln sich durch die Speerträger durch, ohne dass diese überhaupt ihm was machen können. Also das ist, die schneiden dadurch wie Butter. Also deshalb immer bedenken, Hadrada ist der Schlimmste. Danach kommt Ori, der ja eine ganze Weile gar nicht erst auf dem Schlachtfeld ist. Und dann erst Tostig, der mit seinen Gammeltruppen von Bauern und Highland Clansmen so gut wie nichts reißen kann. Bis auf seine eigene Leibgarde halt. So, aber Hadrada ist der größte Feind der Engländer und von Harold Godwinson in dieser Schlacht. Und wir sehen jetzt, wie sich die Wikinger unter Hadrada ausgerichtet haben. Jetzt ist tatsächlich Hadradas Leibgarde selbst mit dem Rücken zu meinen Bogenschützen gewandt, weil er sich an der Haupttruppe ausgerichtet hat, die da hinten beim Dorf steht und jetzt auf Ori wartet. Und jetzt kann ich tatsächlich schon im Vorfeld Hadrada mit Bogenschützen bearbeiten, etwas, was vorher eigentlich so gut wie nicht möglich ist. Hier kann, also das ist auch ein Vorteil dieser Taktik jetzt, dass Hadrada schon bearbeitet werden kann und ja, dezimiert werden kann. Denn je weniger Hadrada in seiner gefährlichen Metzel-Leibgarde hat, desto besser. Denn Hadrada selbst ist natürlich noch gefährlicher als seine ihm unterstehenden Wikinger. So, jetzt ziehen sich hier die ganze Tostig- und Hadrada-Truppe zieht sich zurück, weil jetzt am Kartenrand sind jetzt die Truppen von Eilstein Ori aufgetaucht. Und manchmal ist es so, dass die Truppen von Eilstein Ori nach links jetzt hier rennen. So, deshalb lasse ich meine Truppen auch dahin marschieren. Ich glaube, das macht er auch gerade. Oder er marschiert in gerader Linie hier aufs Schlachtfeld, direkt aufs Dorf zu. Aber das ist unterschiedlich. Das ist zufallsabhängig, wie das jetzt läuft, wie Ori läuft. Aber wir sehen, er rennt jetzt. Er lässt seine Truppen nach links rennen, um sich mit den Truppen von Hadrada und Tostig zu vereinen. Um so ein gewaltiges Bollwerk zu errichten, quasi, aus Truppen, die wir dann kaum mehr durchbrechen können. Und deshalb lasse ich meine Truppen jetzt alle nach links rennen, um seine Truppen, die auch nach links rennen, wie man hier sieht, abzufangen. Und ja, da muss man dann eben schnell reagieren oder möglichst schon ein paar Truppen links hinstellen, für den Fall der Fälle, dass er so läuft. Und er ist immer ganz rechts außen, er ist immer auf der rechten Seite, was uns zum Vorteil gereicht, weil, ja, er dann schlechter flüchten kann. Er ist quasi der langsamste von allen. Und jetzt schicke ich Tostig unseren König Harold direkt gegen Ori. Und wie man sieht, man hat schon ein paar 22 Bogenschützen sind schon von 60 niedergemacht worden. Also ein sehr gutes Kampfergebnis, was wir momentan führen. Und ich habe einige Bauern inzwischen rübergeschickt. Und auch den Rest meiner Truppe werde ich gleich dieses Muttersöhnchen von einem König flieht vom Schlachtfeld! Ja, und Eilstein Ori ist schon auf der Flucht. Seine ganze Armee flieht. Wir haben herbe Verluste erlitten. Und er selbst, man sieht es an der größeren grauen Flagge, ist jetzt noch umzingelt von meinen Truppen und von dem König Godwinson selber. Man könnte fast schon, ja, da sind sie fast schon, ja, an einer Stelle. Sie bekämpfen sich gerade gegenseitig.
Das Haupt eurer Feinde, ihr König, wurde gefangen genommen. Und wir haben den ersten der drei Könige gefangen genommen. Eichstein Oddi. Ja, man kann natürlich schlecht bestimmen, ob Eichstein Oddi jetzt getötet oder gefangen werden soll, oder Tostig gefangen und getötet werden soll, oder Hadrada. Das ist eben dann, das ist so Zufall, das kann man wirklich, dahinter sollte man auch nicht her sein. Immerhin kann man einen gefangenen König auch nach der Schlacht noch töten, wenn man denn will. So, dead or alive, das ist es quasi. So, damit ist jetzt Oris Bedrohung vollkommen fort. Dann bleiben eigentlich nur noch die inzwischen schon durch unsere Bogenschützen dezimierten Truppen von Hadrada selbst und die schwachen Truppen von Tostig. Also, es sieht recht gut aus. Und, aber wie oft hatte ich Ori Eichstein schon getötet und wollte dann noch Hadrada und Tostig haben, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Weil, wie wir sehen, verstecken die sich jetzt hier am Kartenrand in dem Wäldchen dort. Und das Wäldchen ist, auch direkt am Kartenrand natürlich. Und wenn man Pech hat, rennen die einfach vom Kartenrand weg. Aber es ist ja auch nicht so, als würde man die ohnehin einholen können. Also wenn man da nicht Truppen platziert, die die abfangen und deren Fluchtpfad quasi schon berechnet, dann hat man arge Probleme. Und wir haben noch sehr viele von unseren gepanzerten Truppen. Das ist natürlich auch eine sehr Seltenheit. Bei der anderen Taktik gehen immer ziemlich viele von der Goldtruppe verloren und auch von Harolds Lifeguarde. Und jetzt ist es quasi ein riesiger Bulk von englischen Truppen, der sich hier an diesen Hängen kämpft. Da haben wir noch Truppen im Dorf stehen und die Bogenschützen ebenfalls. Die lasse ich jetzt auch nochmal nachmarschieren. Für den Fall der Fälle. Und dort sehen wir Tostig, dessen Bauern gerade die Flucht ergreifen. Aber seine Truppe mischt jetzt auch noch mit und kämpft jetzt direkt gegen Godwinson, seinen Bruder. Das ist ja der große Bruderzwist von 1066. Und anderswo sehen wir jetzt auch Schwerträger und gegen die Wikinger von Hadrada kämpfen, die auch gar nicht mal so einen schlechten Job machen, einfach weil sie an einer erhöhten Position stehen. Ja, aber ja. Überall gibt es Niederlagen für sie. Weil auch viele Truppen flüchten, das geht malus auf das Kampfergebnis. Und Hadrada kämpft gegen Speerträger und metzelt sich dann natürlich durch. Er ist immer ein Hadrada. Aber Speerträger werden ihn nicht aufhalten. Der gegnerische General wurde getötet. Und eben jetzt wird sein Körper vom Feld getragen. Ja, und das ist das Ende von Tostig Godwinson, der jetzt fallen musste. Und überall beginnt jetzt die Flucht von seinen Truppen, die sowieso keine hohe Moral hatten. Das sind immerhin Bauern und Highland Clansmen, die flüchten beim Furzen von Godwinson, von Harold. Und jetzt schicken wir Harolds 80 Leibgarden noch in die 35 Leibgardisten von Hadrada rein. Und man kann sich denken, wie das ausgehen wird. Viel hat Hadrada sowieso nicht mehr, da flüchten schon wieder 9 Wikinger. Und jetzt haben wir schon 2 der Könige gefangen, respektive getötet. Jetzt ist eigentlich bloß noch der Bonus Hadrada. Aber der hat sich immer gut aus der Affäre ziehen können bis dato, weil er einfach so viele Lebenspunkte anscheinend hat und so kampfstark ist, dass ihn irgendwie kaum jemand je aufhalten könnte. Seit man, so wie ich das jetzt mache, umzingelt ihn komplett. Aber selbst das ist noch nicht mal ein Garant dafür, dass er dann besiegt wird. Es gibt noch 2, ein Wikinger und Hadrada selbst. Ein paar Bogenschützen feuern in unsere Rücken. Aber meine eigenen werden jetzt auch nochmal angreifen. Und hier schicke ich ein paar Speerträger hinter den Bogenschützen her. Einfach um die alle ein bisschen zu quälen und um den Rest aufzumischen. Denn im Grunde steht keine Nahkampfeinheit mehr, außer Hadrada selbst. Der jetzt als einziger noch dasteht und kämpft. Er flüchtet noch nicht. Er ist tapfer, das muss man ihm lassen. Aber nun, greift Hadrada die Flucht. Und wie ihr seht, habe ich schon versucht, ihn zu umzingeln.
Also es war ein Moment, kritischer Moment für mich persönlich, weil hier hatte ich tatsächlich die Möglichkeit und es sah alles sehr gut aus. Es sah perfekt aus im Grunde genommen. Er durfte jetzt auf keinen Fall flüchten, er durfte nicht durchbrechen durch meine Linien. Aber wie man hier sieht, er ist nah am Rand und ich komme einfach nicht, ich kann ihn nicht aufhalten. Er flieht einfach hindurch, so wie die gegnerische Königs-KI das ihm immer hinbekommt. Und jetzt schicke ich ihm meine Bogenschützen noch auf den Hals, in der Hoffnung, ihn damit abfangen zu können. Und wir werden sehen, wie sich das dann auswirkt. Und die Zeit wird knapp. Ich habe kaum noch Zeit. Also das ist auch noch, das war auch etwas, wo ich unbedingt, wie wir sehen, ich schicke quasi meine ganze Armee hinter Hadrada her. Es ist ein, ja. Okay, hier hinten kämpfen noch welche gegen Bogenschützen, aber die fliegen jetzt auch gerade. Und Speerträger greifen gerade noch die Überreste von Hadradas Armee an, die nur noch rumgeisterten. Harold Goffinson. Und ich schicke ihm jetzt ein paar Bauern entgegen. Meine 38 Bauern, die ich gerettet habe von der anfänglichen Gemetzel. Wenn man so will. Gegen den einen Wikinger, der die Brücke bewacht hat. Und ja. Jetzt kommt es halt darauf an, zu verhindern, dass er flieht. Also ich kann ganz ehrlich sagen, dieses waren die schlimmsten Sekunden seit langem. Einfach, weil ich diese Schlacht schon so oft gemacht hatte. Und ich hatte es jetzt... Jetzt habe ich diesen Kerl direkt vor meiner Nase. Es fehlt nicht mehr viel. Ja, Tostiks Feinde fliehen auch vom Schlachtfeld. Die haben jetzt auch die Schnauze voll bekommen. Und es hing jetzt alles davon ab, Hadradra an der Flucht zu hindern. Oder irgendwie noch zu kriegen. Irgendwie. Und ich hatte... Und niemand konnte ihn einholen. So, und er hätte jetzt leicht durch das Dorf dahin flüchten können, wo Ori Eichstein hergekommen ist. Aber aus mir noch ungeklärten Gründen macht er es nicht. Er flieht stattdessen symbolisch schlechthin zu der Brücke von Stamford Bridge. Dort, wo der Legende nach ein Wikinger 40 Engländer getötet hatte. Ja, und jetzt habe ich nichts mehr zwischen ihm und ja, der Brücke, außer fünf flüchtenden Speerträgern, die aber nichts mehr ausrichten können. Und er rennt über die Brücke und die KI hat einen Aussetzer und er nagelt sich an der Brücke fest und wird dann von den Truppen, die alle nachrücken, platt gemacht. Die KI ist nicht in der Lage, da von da aus zu flüchten. Und dann hängt sie da quasi fest. Es gibt eine andere Stelle, wo die KI auch festhängen kann und das ist, wenn sie an der Kirche vorbeigeht, dann kann sie auch hängen geblieben. Eng bleiben. Da ist Hadrada auch mal krepiert, weil er dort hängen geblieben ist. Aber in diesem Moment habe ich einen kleinen Freudentanz aufgeführt. Und ja, deshalb suche ich hier auch noch speziell nach den Leichen der drei Könige. Ich hatte das Spiel gerade eben ja ein bisschen beschleunigt. Und einfach weil ich das so genial fand. Alle drei Könige tot, so wie auch in der Geschichte. Okay, Ori wurde gefangen und was jetzt tatsächlich mit Hadrada passiert ist, weiß man jetzt nicht, weil die Schlacht ja in dem Moment vorbei war, in dem er erschlagen wurde oder überwältigt wurde. Aber es ist ja auch, spielt auch keine Rolle, großenteils. Es ist ja zufallsabhängig, das kann man nicht beeinflussen, so viel Glück kann man nicht haben. Aber ich gönne jedem Respekt, der es schafft, diese Schlacht so zu gewinnen. Weil, bis man das so hinbekommt, das ist schon hart. War das schwierig. Und ich hatte auch viel Glück. Also das größte Glück war eigentlich, dass ich dann Tostig, dass er erschlagen worden ist, so fast schon nebenbei eigentlich. Ja, und dort liegt er, ja. Besiegt. Alle drei an verschiedenen Stellen. Ori im Dorf. Tostig im Wald. Und Hadrada an der Brücke selbst. Tja. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Und ja. Aber es ist halt nicht die Taktik, die man ja fahren sollte eigentlich. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse. Wir haben nur 385 Verluste und 614 sind getötet worden von uns. Und wir haben den Sieg davongetragen. Die Schlacht hat etwas länger gedauert als sonst. Und zwar 18 Minuten. Ich glaube nach 20 Minuten ist Schluss. Also es war recht knapp so, zeitlich gesehen alleine. Was natürlich sich mit der Geschichte ein bisschen deckt, weil zwei oder drei Wochen später war ja die Schlacht von Hastings. Ja, wir haben 789 Leute getötet, 385 verloren,
4445 Tapferkeitspunkte erhalten. Tostig hat minus 1385. Hadrada hat wieder als einziger positiv hier jetzt abgeschnitten mit 1305. Und Eichstein Auri hat auch minus 760. Also die Verluste, Ratio ist zu unseren Gunsten ausgefallen. Und ich glaube, wer, und das auf Schwierigkeitsstufe Experte, mit einer etwas kruden und nicht ganz sauberen Taktik, wenn man so drüber nachdenkt. Aber, ich meine, so ist das Spiel halt. Und ja, dafür habe ich einfach die andere Taktik entwickelt, die ein bisschen mehr am Original ist. Das war GBF Akademeister. Bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Medieval Total War. Wir kämpfen uns gegen irgendwen durch. Bis dahin. Tschüss.